Stellt euch mal vor, ihr seid auf einem Städtetrip, aber ihr habt überhaupt kein Geld dabei. Genau das ist meine Challenge für diesen Tag. Ich bin in London und ich darf heute gar kein Geld ausgeben. Also wollen wir mal herausfinden, ob man eine fremde Stadt auch erkunden kann, ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Es ist hier gerade 10 Uhr morgens und ich mache mich auf den Weg. Für den absoluten Notfall habe ich übrigens 5 Pound dabei. Aber fingers crossed, dass ich heute ohne auskomme. Ich habe mir eine kleine Liste mit Sachen gemacht, die ich heute gerne machen würde, obwohl ich kein Geld habe. Ich würde nämlich gerne ein Museum besuchen, etwas Sightseeing machen, etwas essen und auch noch ja, irgendwie eine besondere Attraktion machen, also sowas wie zum Beispiel Viewpoint oder so. Mal sehen, was alles so für umsonst möglich ist. Mein größtes Problem ist eigentlich gerade, dass ich ja nicht mal mit der U-Bahn fahren kann. Es gibt ja auch keine wirklich kostenlosen Transportmittel. Ich hoffe, die hier tragen mich heute durch die Stadt. Ich bin gespannt, wie viele Kilometer ich heute zurücklegen werde. Problem Nummer 2 und wahrscheinlich auch noch ein bisschen problematischer ist der Fakt, dass ich auch nichts zu essen habe. Und ja, für 0 Euro weiß ich noch nicht, ob ich hier überhaupt was bekomme. Also ohne Frühstück kann ich erstmal ein bisschen überbrücken, aber spätestens würde ich sagen, so in der Mittagszeit brauche ich irgendwas zu essen. Zu trinken habe ich mir aber gerade ein bisschen Leitungswasser abgefüllt. Ein Hoch auf kostenloses Trinkwasser, aber checkt natürlich auch vorab, ob man das Leitungswasser in eurem Zielort überhaupt trinken darf. Jetzt bin ich aber auch gerade schon auf dem Weg zu meiner ersten Attraktion und zwar zu einem Museum. Hier in London sind nämlich viele Museen kostenlos und ich besuche heute das Natural History Museum. Da habe ich mir jetzt schon im Vorhinein ein Ticket geholt für 0 Euro. Wenn ihr übrigens noch ein paar Spartipps für eure nächste Reise braucht, dann schaut auf jeden Fall mal in dieses Video da oben rein. Und ja, ich laufe mal los. Auf meinem kleinen Spaziergang zum Museum ja, führt es mich jetzt tatsächlich schon durch den Hyde Park, also ein ziemlich großer Park hier in London. Und tatsächlich auch irgendwie ganz schön, dass ich hier lang laufen kann. Das Wetter ist allerdings so mittelmäßig. Ich habe aber zum Glück einen Regenschirm dabei. Das Wetter ist also auch kein Problem und tut jetzt hier meinen ganzen 0-Euro-Tag auch keinen Abbruch. Also, dass man sowas hier kostenlos sehen kann, das ist schon ziemlich krass. Ich muss allerdings sagen, dass es hier so voll ist. Also, ne, ich habe das Gefühl, ich bin ja im Hauptbahnhof. Also, ich kann mich gar nicht hier konzentrieren auf die Sachen, die ich sehe. Ich konnte hier gerade zum Glück die ganze Line draußen skippen, weil ich schon ein Ticket hatte. Und da haben ja noch so viele Leute gewartet, die hier rein wollen. Ja, also, ich glaube, das wird für mich ein kurzer Besuch, weil ich bin hier total reizüberflutet. Aber ja, trotzdem sehr beeindruckend. Ich habe jetzt so eine Dreiviertelstunde Museum ausgehalten und ich möchte echt nicht undankbar sein, aber es war sehr anstrengend und ich bin sehr fertig und ich brauche dringend eine Pause bzw. auch was zu essen. Ich habe jetzt gerade schon mal so ein paar Apps ausgecheckt, bei denen es hieß, da könnte man vielleicht so kostenlose Treats bekommen, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Deswegen bin ich jetzt auf dem Weg zu einem Food Market und hoffe, dass ich da vielleicht so ein bisschen was probieren kann oder so. Ich bin jetzt hier im Harrods Center. Das hat mir erst nichts gesagt, aber jetzt, wo ich hier bin, ja, ist mir auch dann eingefallen, dass es ein sehr teures Luxuskaufhaus ist. Und ja, hier gibt es eine Menge Essen, aber eben auch eine Menge exquisites Essen, was sehr teuer ist und umsonst gibt es hier auch nichts wirklich. Das war jetzt einfach mal ja, ein Schuss in den Ofen, würde ich sagen. Das heißt, ich glaube, ich bin gleich gezwungen, mein Notfallbudget anzubrechen, weil ich habe einfach wirklich Hunger. Das heißt, ich gucke mich gleich mal um, ob ich irgendwas Günstiges finde, weil ja, ohne Essen geht es dann irgendwie doch nicht. Halten wir also fest, ich musste mein Notfallbudget anbrechen. Ich habe 3,90 Pfund ausgegeben. Das heißt, mir bleibt noch 1 Pfund und 1 Cent. Also ja, ich denke, davon kann ich nachher vielleicht noch einen kleinen Snack oder so kaufen. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal satt. Natürlich gibt es hier in London auch Foodsharing oder sowas wie Suppenküchen, also Essen für Bedürftige, was nichts kostet. Aber gut, das ist jetzt ja auch nicht das, ja, wonach ich Ausschau gehalten habe. Deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall erstmal ganz happy. Und ja, es regnet auch nicht mehr. Es ist zwar immer noch grau, aber ich vertraue dem Wetter, deswegen ziehen wir jetzt mal direkt weiter. Alles, was ich jetzt hier heute erlebe, ist natürlich sehr London-spezifisch. Wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, zum Beispiel in einer anderen Stadt, dann kommt jetzt eine kleine Checkliste, wie ihr euch am besten vorbereiten könnt. Informiert euch, in welchen Galerien und Museen ihr vergünstigten oder auch kostenlos Eintritt bekommen könnt. Hier in London sind tatsächlich viele Museen kostenlos, aber auch in anderen Städten gibt es zum Beispiel bestimmte Tage oder Uhrzeiten, zu denen man auch Museen gratis besuchen kann. Aber Achtung, zu diesen Zeiten sind die Museen meistens natürlich auch besonders voll.
Genauso wie Unterkünfte sind natürlich auch Restaurants und Cafés in unmittelbarer Stadtnähe meistens am teuersten. Hier kann es sich auf jeden Fall lohnen, mal ein bisschen durch die Seitenstraße zu schlendern und ein bisschen abseits von den touristischen Attraktionen noch was zu essen zu suchen. Sightseeing muss ja auch eigentlich gar nichts kosten. Ich finde mal meiner Kundin in der Stadt am besten zu Fuß und dann werdet ihr auch sehen, was man dabei alles Tolles entdecken kann. Über Social Media oder Empfehlungen von Freunden oder Freundinnen kann man natürlich sich vorab schon die besten Sehenswürdigkeiten raussuchen und dann alles auf eigene Faust erkunden. Und wem das nicht reicht, für den bleiben ja auch noch Free Walking Touren. Die findet man eigentlich in jeder größeren Stadt und die Idee dahinter ist, dass Einheimische einem so eine kleine Stadtführung geben und am Ende entscheidet man dann selbst durch ein ja selbstgewähltes Trinkgeld, wie viel man dafür bezahlen möchte. Das heißt, solche Touren sind auch was für den kleinen Geldbeutel. Ich habe solche Touren tatsächlich auch schon öfter mal im Urlaub gemacht und rein theoretisch könnte ich so eine Tour ja auch heute machen, weil sie ja eigentlich kostenlos ist. Aber ja, weil die Leute sich dann doch immer ziemlich viel Mühe geben und ich irgendwie auch gerne Trinkgeld dafür geben möchte, mache ich das heute lieber nicht, sondern ich erkunde London auf eigene Faust. Also ich meine, Sightseeing kann man ja auch alleine machen, wenn man sich vorher gut informiert. Und ich bin jetzt auch schon bei der ersten Location angekommen. Hier ist auch ordentlich wieder natürlich was los, ist ja klar. Und zwar beim Buckingham Palace. Den werde ich mir jetzt mal vom Nahen angucken und dann so eine kleine Route halt durch London laufen. Auf Sightseeing will ich letztendlich nicht verzichten. Auf jeden Fall sehr beeindruckend, sich hier umzuschauen. Ich muss sagen, so eine geführte Tour wäre aber trotzdem ganz cool, wenn man da natürlich noch ein bisschen mehr Infos bekommt. Also bisher ist es auf jeden Fall auch recht anstrengend, vor allem, weil ich auch keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen darf und überall hinlaufen muss. Und so viel habe ich heute noch gar nicht gesehen und trotzdem bin ich schon relativ müde, weil die Wege doch einfach sehr, sehr weit sind. Wir wollen nicht meckern, ne? Das alles hier ist ja weitestgehend kostenlos. Und deswegen geht es einfach mal weiter zum nächsten Stop, würde ich sagen. Ich würde mich mal so in Richtung Big Ben aufmachen. Ich würde sagen, bisher läuft es ganz gut. Ein gratis Museum habe ich gesehen, ich habe Sightseeing gemacht. Mit dem Essen hat es zwar nicht so ganz geklappt, aber mir fehlt jetzt auf jeden Fall noch die besondere Attraktion. Ich hatte da was rausgesucht, das nennt sich London Sky Garden. Da kann man kostenlos auf so eine Plattform und quasi hat eine Aussicht über die ganze Stadt. Das klingt sehr, sehr cool. Ich habe tatsächlich dafür extra schon vorher nach Tickets geguckt, die waren allerdings alle schon ausgebucht für heute. Aber ich laufe jetzt hier trotzdem so ein bisschen an der Themse entlang und hoffe, dass ich hier vielleicht noch irgendwas Cooles finde. Eine andere Aussichtsplattform vielleicht, wo ich noch drauf kann, für umsonst natürlich, damit ich diesen Tag noch schön abrunden kann. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, auf irgendeine Aussichtsplattform zu kommen, weil alle, die kostenlos sind und in Reichweite zu Fuß, ja, da hätte ich vorher einfach ein Ticket mir besorgen müssen. Aber deswegen enden wir jetzt mit dieser Aussicht hier. Ist doch auch ganz schön, oder? Die Tower Bridge. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr K.O., muss ich sagen. Ich bin richtig müde. Ich habe mal so überschlagen, dass ich heute ungefähr so 11 Kilometer gelaufen bin. Es ist gar nicht so einfach, komplett für 0 Euro so eine Stadt zu erkunden. Ich persönlich gehe auch immer super gerne in kleine Cafés oder kleine Läden. Das gehört für mich auch für so einen Städtetrip dazu. Und das ist heute natürlich auch leider alles flach gefallen. Alles in allem aber trotzdem natürlich eine schöne Reise. Und falls ihr noch mehr über London sehen wollt, dann schaut doch mal in dieses Video rein. Da zeige ich euch, was zu tun ist, wenn man sein Portemonnaie im Ausland verliert oder wenn es geklaut wird. Also auf jeden Fall auch sehr viele hilfreiche Tipps. Und vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann!